So, oh, unsere ganzen Universumshändler. Die habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen letztes Mal. Aber das ist echt ziemlich albern. Wir mussten ja warten, bis die Stufe 8 sind. Das hier ist unser allererster Universumshändler, der damals nicht Stufe 8 werden wollte. Inzwischen ist er Stufe 25. Also sobald man den Universumshändler starten kann, purzeln die Level auch sehr schnell. Also man macht einfach Kommandos, Kommandokonsole, Handel, starte Universumshändler. Und das war's. Alles andere macht er jetzt selbstständig. Er ist auch schon weggesprungen, kauft jetzt die ersten Sachen und das war's. Das machen wir also bei allen anderen auch einmal. Starte Universumshändler. Kommando. Starte Universumshändler. Und dann bringen die uns richtig schön Credits ein, während wir hier mit den Stationen rumdümpeln. Und die werde ich auch mit der Zeit immer weiter ausbauen. Also ich will später so 10, 20 Stück von denen mindestens haben, damit wir durchgehend Einkommen haben und unsere Stationen dazu benutzen können, uns selbst auszurüsten und nicht, um mit denen Credits zu machen. So, du auch noch. Handel, Universumshändler. So, die müssten jetzt alle fleißig am Rumfliegen sein. Und auch alle in verschiedenen Sektoren. Das ist sehr gut. Also sehr gut für unsere Finanzen. Wofür es nicht so gut ist, ist die Übersicht. Denn für jeden Sektor, wo wir Schiffe drin haben, wird hier so ein extra kleiner Untertab aufgemacht. Das können wir aber ganz schnell ändern. Wir klicken einfach erstmal den Sensor aus. Dann klicken wir auf Optionen und hier unten gibt es dann Gruppiere Schiffe nach Sektoren. Da sagen wir jetzt einfach mal nein. Gehen zurück auf alles und sehen dann, dass hier alle Schiffe in einem Tab zusammengefasst werden. Man sieht immer noch, wo sie sind, aber halt hier extra in dieser Spalte. Und es wird nicht extra ein Tab aufgemacht für jeden Sektor. Was man auch machen kann, was später recht praktisch ist, man geht auf Optionen, hier wieder runter und sortiert diese Schiffsliste nicht nach Name, sondern nach Schiffsklasse. Dann sieht man hier alle unsere Transporter aufgelistet, hier unsere leichten Aufklärer, dann später noch unsere Titanen, unsere Transporter und so weiter. Also Trägerschiffe, nicht Transporter. Das ist auch recht praktisch, aber da wir noch nicht so viele verschiedene Schiffe haben, können wir einfach weiter nach Name sortiert lassen. So. Ich habe eben gerade gesehen, dass unser Mammut eingetroffen ist. Also unser angeheuertes Mammut. Das heißt, wir klicken mal wieder auf Kommunikation, wieder auf den Captain und sagen, werfen Sie meine Fracht hier ab. Erzmine L. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein, denn man kann aus Versehen auch eine Erzmine auf einen Silizium-Asteroiden packen, was dann natürlich sehr unproduktiv ist. Also wählen wir Erz 21, nein, den wollen wir nicht. Wo ist 51? Da ist 51. Klick. Jetzt kommt eine kleine Cutscene, die nicht wirklich lang ist, aber man kann sie nicht abbrechen. Und wenn man später 20, 30 Stationen hintereinander aufstellt, wird es doch ein wenig nervig. Aber im ersten Mal ist es noch ein richtig erhabener Anblick, finde ich. Kann man auch richtig stolz drauf sein. So, jetzt haben wir hier unsere Erzmine L Alpha. Zuallererst nehmen wir jetzt unsere Mammuts und sagen, dass dieser Mammut jetzt zu dieser Station gehört. Wir fangen einfach bei 1 an. Kommandos, Kommandokonsole und klicken hier unten auf Heimatbasis. Wählen den Sektor aus mit der Station, wählen die Station selber aus. Und hier unten steht jetzt Heimatbasis. Als nächstes können wir auf Handel klicken. Und wir könnten ihm jetzt sagen, kaufe Ware zum besten Preis. Das heißt, er kauft für diese Station die Ware zum besten Preis. Vorher hatten wir hier oben kaufe zum besten Preis. Dann ist er losgeflogen, hat einmal was gekauft und hat dann aufgehört, irgendwas zu machen. Hier würde er jetzt immer wieder lostingeln und genau diese Ressource für uns kaufen. Und damit wollen wir auch anfangen. Also wir kaufen jetzt Ware zum besten Preis, Energiezellen. Also unser Nummer 1, also Supplier Nummer 1, ist dafür da, dass die Rohstoffe zur Fabrik gebracht werden. Wir haben auch noch unser Nummer 2 und Nummer 3, die müssen wir jetzt auch noch zuordnen. Heimatbasis, da ganz unten, Erzmine L Alpha, Handel, du verkaufst Ware zum besten Preis, Erz. Du, Kommando, Kommandokonsole, Heimatbasis, auch da unten, so. Was machen wir mit dir, Nummer 3? Du kaufst auch erstmal am Anfang ein, da wir ja die Lager ein wenig füllen müssen. Also kaufst du bitte auch Energiezellen.
So, jetzt tingeln die los und kaufen die Sachen ein. Die Sache ist nur, unsere Station hat momentan keine Credits. Also klicken wir auf Stationseinstellung verändern. Und hier können wir jetzt sagen, wie teuer die Sachen verkauft, gekauft werden und wie viele Credits die Fabrik selber haben soll. Momentan sagen wir, das Erz soll verkauft werden zu. Ah, ich guck mal. Hier sieht man, in was für einer Reichweite jemand dies zu diesem Preis kaufen würde. Je weiter wir nach rechts gehen, desto höher müsste diese Zahl werden. Wir nehmen dann einfach mal. Ah, hier springt es jetzt auf 4. Aber selbst zum maximalen Preis würde es noch jemand kaufen. Das heißt, wir nehmen einfach mal so. Neuer Preis ausgewählt. Die Zahl hier unten bedeutet übrigens, zu wie viel Credits wir das Stück produzieren. Das heißt, wir brauchen 96 Credits, um ein Erz zu produzieren und verkaufen es für 204. Das sind 100% Gewinn. Das ist recht ordentlich. Energiezellen wollen wir allerdings nicht zu 16 Credits kaufen, sondern zu 14 Credits. Und dementsprechend verändert sich auch die Zahl hier unten. Jetzt produzieren wir ein Erzbrocken für 84 Credits. Und dann sagen wir nochmal 100.000. Habe ich jetzt einfach mit dem Keyboard eingegeben. Und einmal nach links. So. Geld überwiesen. Jetzt hat die Station 100.000 Credits, um Energiezellen einzukaufen. Wenn wir später das Erz verkaufen, werden die Credits auch auf das Konto der Station gepackt, nicht auf unser eigenes. Man kann das zwar ändern, aber am Anfang lasse ich das ganz gerne so, um zu gucken, wie profitabel eine Station ist. So, was machen unsere Supplier? Kaufe Waren zum besten Preis, Energiezellen. Kaufe Waren zum besten Preis, Energiezellen. Er hat zwar den Befehl, verkaufe Erz, aber ist hier noch gar kein Erz da. Das wird auch noch ein wenig dauern, bis sich hier die Lager füllen. Allgemein brauchen wir pro Rotation, eine Rotation dauert eine Minute in unserem Fall, pro Rotation brauchen wir 150 Energiezellen. Und es werden 25 Erzbrocken produziert, was ganz ordentlich ist. So, raus hier. Das war eine Möglichkeit, wie man eine Station versorgen kann und deren Güter verkaufen. Dank des Bonuspakets gibt es aber auch die Möglichkeit, einen Handelsassistenten einzustellen. Das ist aber ein Ticken extravaganter und will ich erst später machen. Jetzt reicht es mir, wenn wir das so automatisiert haben. Denn es ist auch noch nicht wirklich komplex. Wir haben nur eine Ressource, die gebraucht wird. Wir haben nur ein Produkt, das hergestellt wird. Da braucht man keine großartigen anderen Einstellungen treffen. Aber das kommt später auf jeden Fall auch noch dazu. So, du kaufst Waren zum besten Preis und bist im Erzgürtel. Das heißt, du fliegst wahrscheinlich zu dem Sonnenkraftwerk da hinten hin. Ah, okay, lassen wir die mal ganz kurz machen. Ich will jetzt einmal sehen, dass sie Energiezellen kaufen und zu unserer Erzmine bringen. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Ah, komm schon. Unsere Universumshändler sind fleißig am An- und Verkaufen. Wir machen jede Menge Credits. Aber unsere Station hat noch nicht mal angefangen. Und genau das meine ich auch. Das sind echte Credit-Schlucker am Anfang. Bis da was Produktives bei rumkommt, dauert das Ewigkeiten. Aber wenn es denn erstmal läuft, muss man sich halt keine Gedanken drum machen. Und man hat für später schon die Ressourcen, die man braucht. Also gerade jetzt Erz braucht man später Unmengen. Genauso auch Silizium. Silizium primär auch für die Energiezellen. Und die Energiezellen braucht man ja wieder für alles. Also, ja. Du hast immer noch nichts gekauft. Du hast immer noch nichts gekauft. Ja, was können wir in der Zwischenzeit noch machen? Wir haben in unserem Laderaum noch erweiterte Satelliten. Die könnte ich mal abschmeißen. Haben wir irgendeinen Sektor hier, der noch nicht so gut abgedeckt ist? Da hinten, aber das waren Piraten. Die wollte ich gar nicht abdecken. Da unten können wir mal hinfliegen. Das heißt, Südtor. Wo ist das Südtor? Es gibt kein Südtor, wir müssen nach Westen. Da lang. Autopilot, ein Auge auf die Besitztümer und los geht's.
Der Mammut, den wir angeheuert haben, wird automatisch entheuert, oder wie auch immer das heißt, sobald die letzte Station abgeladen wurde. Da wir nur eine Station dran haben, ist er jetzt bestimmt wieder auf dem Weg zurück nach Wolkenbasis Südost. Und es hat uns halt nur 1000 Credits gekostet, weil er von Südost nur nach Erstgürtel reisen musste. Also ja, echt ein wenig komisch, aber na gut. So, durchs Südtor würden wir gerne. Und hier sieht man ganz viele Missionen. Und sogar genau die, die wir auch bräuchten. Was aber nicht heißt, dass es Missionen sind, die wir auch erfüllen könnten. Denn für manche braucht man halt einen sehr großen Laderaum, für manche braucht man die Lebenserhaltung und ein schnelles Schiff. Bevor ich mich daran wage, will ich erstmal ein ordentliches Schiff haben. So, wie schaut's hier aus? Oh ja, hier sind jede Menge Lücken im Satellitennetzwerk. Dann flieg mal bitte dahin, mach Sinza an. Und bitte sag mir, dass inzwischen irgendjemand was gekauft hat. Nö. Warum auch? Aber jetzt fliegt er wenigstens schon mal zur richtigen Station. Dürfte also nicht mehr allzu lange dauern. So, da rauszoomen. Oh, da oben hätten wir auch einen hinsetzen können. Nee. So, stopp. F. Erweiterter Satellit. Auswerfen. Jupp. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. Und da oben hin. Was ich auch noch machen wollte, unbedingt in dieser Phase, ist das erste, den ersten Komplex aufzustellen. Ein Komplex sind einfach mehrere Stationen, die miteinander verbunden werden und dadurch auch die Ressourcen teilen. Ein gutes Anfängerdingens dafür wäre, also eine Anfängerkombination wäre eine Agnubi-Farm und eine Kahuna Bakery. Das heißt, in der Agnubi-Farm wird dann das Fleisch produziert und in der Bakery wird es dann weiterverarbeitet zu dem eigentlichen essbaren Fleisch, das fast jede Waffenfabrik braucht. So, auswerfen, okay. Aber das will ich erst anfangen, wenn diese Station einigermaßen läuft, was ja anscheinend noch dauert. Aber ihr könnt jetzt hier sehen, inzwischen sind es nur noch 63.000 Credits, die da drin sind. Das heißt, einer unserer Einkäufer hat schon Energiezellen gekauft. Und zwar ganz wenig. Jetzt fliegt er nach Rotes HQ, holt da noch mehr Energiezellen. Aber ja, er ist jetzt halt recht wählerisch, was die Ziele angeht, weil wir den Preis so niedrig gesetzt haben. Könnten wir hier halt ändern, wenn wir das einfach auf 15 oder 16 zurückstellen. Aber wir wollen ja auch einen guten Profit machen. So, wie schaut die Karte aus? Soweit, so gut. Osttor, einmal durch bitte. Dann sind wir gleich in Paradin Prime. Da sollte ich auch ganz kurz mal an einer Station docken, um abzuspeichern. Denn ich will nicht wieder aus Versehen gegen irgendeinen Asteroiden donnern. Das wäre ja nicht so schön. Und schwupps. Erreiche Autopilot deaktiviert. So. Da hinten. Docken. Und hinfliegen. Ja, die Universumshändler sind wesentlich praktischer, was das Credits einfahren angeht. Das heißt, theoretisch könnte man auch von vornherein nur darauf setzen, ganz viele von den Universumshändlern zu bauen. Also wie gesagt, 10, 20 Stück. Und erst dann anfangen, langsam die Stationen aufzubauen. Das wäre ein wenig sicherer. Aber muss halt jeder für sich entscheiden. Ich wollte hier euch halt Schritt für Schritt zeigen, was man so alles machen kann. Speichern. Zweiter Spielstand. Und wir sehen uns dann gleich wieder.